Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso sind wir auf einem fertig angesiedelten Feld? Wieso steht der Steier da mit offenem CP, mit Sämaschine und wieso ist da gerade ein Auto Vollgas vorbeigebraust? All das erzähle ich euch nämlich jetzt. Und zwar, ich habe eigentlich diese Aufnahme heute schon einmal gemacht. Nur das Problem war wieder mal, ich weiß nicht aus welchem Grund, OBS hat halt irgendwie nicht die Tone von LS aufnehmen wollen, sondern halt eben nur meinen. Jetzt ist halt eben so, ich will euch keine Folge bringen, wo ihr nur meinen Ton hört und meinen PC. Das heißt, ja, das ist halt ein bisschen blöd ansonsten. Deswegen fehlen euch jetzt halt knappe 15 Minuten. Und diesen 15 Minuten ist halt zum Beispiel eben das hier passiert, dass wir dieses Feld mit Sojabohnen angesiedelt haben, dass der Fan da drüben hier mit Düngerstreu unterwegs war, dass der Drescher zu Hause ist, dass das Feld, dass das Stroh abgeerntet wurde und jetzt alles bei uns in unserem Lager ist, was wir glaube ich hier auch nicht sehen können, oder? Doch. Doch, können wir sogar hier Stroh. 53.000 Liter sind in unserem Lager drinnen. So, was mir jetzt zum Thema, was wir jetzt in der letzten, ja, oder was wir vorher besprochen hatten, was ihr natürlich nicht wisst, ist einmal das. Wir haben natürlich unser wunderschönes Feld 85 mit dem Mais drauf. Und da haben wir jetzt natürlich das überlegt, und zwar, wir mieten uns den Häcksler, weil zum Untergrund ist es zu schade. Und zwar werden wir uns den Häcksler mieten und ein bisschen Kredit aufnehmen, und zwar kaufen und uns die BGA hier unten kaufen. 241.000 ist ein Schnabber, knappe 100.000 fehlen uns noch. Drescher-technisch, Häcksler-technisch weiß ich es noch nicht, was wir nehmen. Muss ich mir jetzt mal angucken, was ich denn zur Auswahl drin habe. Auf jeden Fall wird ein schöner werden. Ja, das wird jetzt, werden wir jetzt heute alles machen. Und, ja. So, jetzt hat. Warte mal. CP, mach mal weg. So. Oh. Da war wohl ein Autofahrer. Tut mir leid, Herr Autofahrer. Wir sind jetzt auch schon aus dem Weg. Und ich muss natürlich wieder außer sich gehen, weil ansonsten sehe ich nichts. Und wir können hier schon runterrollen lassen. Bremsen. Okay, ging. Unsere Wiesen, ja, sind noch nicht reif. Die hier ist auch noch immer im Wachstum, okay. Boah, das war gerade knapp. Ja, die Wiesen brauchen wohl ein bisschen länger, bis sie wachsen. Ist ja auch nicht schlimm. So. Die Sämaschine ist eigentlich noch relativ sauber, da brauchen wir jetzt noch nicht putzen. Also wie verbindet sie dann mit den Kercher? Oder wieso hätten wir den Kercher? Brauchen tun wir jetzt gerade noch nicht, aber haben wir den Kercher? Sieht hier nicht so aus, da haben wir Gewicht, bisschen Deko da hinten. Ne, also nach Kercher sieht es ja auf jeden Fall nicht aus. Ja, den müssen wir uns dann noch irgendwann auch kaufen. So, ist immer ein bisschen nervig, weil ich das Teil immer komplett aufklappen muss, damit ich es abkuppeln kann, ansonsten funktioniert es einfach nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Zack, abgekuppelt. Dann haben wir hier noch den Fronttank, wo noch zu knapp 3/4 voll ist. Oder ist es eigentlich mehr als ein 3/4? Es fehlen nur 8%. Ups, falscher Knopf, oh, jetzt hat. Zack. Und ich glaube, wir werden den Xerion zum Festfahren benutzen und als Abfahrer nehmen wir. Warte mal, lass mal Preis. PS-technisch gucken, der Steier 275, der hat 200, den werden wir auf jeden Fall nicht nehmen. Der Fender 300,
und der Xeon 380. Ich glaube, dann wird es tatsächlich auf den Fan fallen. Ich sag's wie es ist, aber meine Wahl wird tatsächlich auf den Fan fallen. Ja, wir werden den Fan nehmen, weil der Wagen hinten wird gut voll. Und da will ich nicht so, dass wir uns einscharren. Der Johnny, ja, er hat mir halt tatsächlich ein bisschen zu wenig mit nur knappen 205 PS. Er ist für die für Arbeiten wie zum Beispiel dann Gruppen oder dann Spritzen oder so weiter, ist er optimal. Nicht übermotorisiert und auch nicht untermotorisiert. Aber für den Ladiver, für den Abfahrer will ich tatsächlich einen starken Traktor haben. Und der Xeon ist er dann in Benutzung. Und das heißt, wir lassen den Kollegen hier nochmal einmal drüber düngen, wenn das funktioniert. Müsste aber normalerweise. Oder? Ja, sieht gut aus, funktioniert. Ich wünsche dir viel Spaß, Kollege. Und das dürfte er dann gleich haben. In der Zwischenzeit springen wir mal ganz kurz zu unserem Xerion. Und zwar können wir mich dann mal rüberfahren und gucken, ob wir unser Schiebeschild, das wir noch nicht haben, auch schnell kaufen werden. Wir müssen natürlich hinten die Gewichtsblöcke runter. Weil ich will natürlich mit gedrehter Kabine fahren. So, gucken wir mal. Ohne Gewicht, ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert, okay. So, machen wir den hier und den hier. Und dann gucken wir ganz kurz nach einem Schiebeschild. Ich glaube, ich habe, wo sind sie da? Aber irgendwann nicht, ich habe keine Mods mit drin. Das heißt, wir nehmen dort Standarddingens, ist auch nicht schlecht. 5 Meter oder 4. Ach komm, nehmen wir gleich das dicke Ding. Was soll's? Top ist es. So, kurz hier wenden. Ups. Oh nö. Okay, wir haben es gerettet. So. Perfekt, dann ist dieses Gespann schon mal fertig für den Einsatz. Dann gehen wir mal ganz kurz, ist der Feld schon fertig? So gut wie. Ja, das werden wir jetzt hier selber schnell machen. Nur eine Lohnzahlung, ja. So, dann fahren wir dieses Gespann schon gleich mal zurück zum Hof. Wir werden jetzt dann gleich mal schnell Kredit aufnehmen und uns die BGA kaufen, weil ich glaube, einen anderen Weg. Erstens, wir haben. Oh, da kommen zwei Autos. Wir haben keinen anderen. Wie viel kommen denn da von euch? Keinen anderen guten Platz zum Platzieren von so einem Silo. Und außerdem glaube ich zu wissen, dass man hier, ich habe auf jeden Fall noch keinen Verkaufspunkt für Silage gesehen. Bei Agra Z Landhandel weiß ich nicht genau, ob man da Silage verkaufen kann. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber ich will es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen, weil sonst haben wir irgendwie Silage rumliegen und können damit nichts anfangen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Deswegen werden wir knappe 180.000, ja, wenn wir Hexler noch dazu mieten, wenn wir 180.000 Kredit aufnehmen müssen. Oh Gott! Okay, ist einfach durchgelaufen. Alles gut.
Oh, ich weiß gar nicht, was wir denn alles, was ich alles für Hexer technisch drauf habe. So, wir müssen natürlich auch nicht den größten Bubba nehmen, den es gibt. Wenn wir jetzt gleich mal, zuerst wenn wir jetzt gleich mal schon den Kredit aufnehmen und die BGA uns kaufen. 180 haben wir gesagt. Ich hoffe mal, das wird reichen. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen mehr auch genommen. Die BGA hier unten soll es werden. Ja, die kaufen wir uns. Okay, dann haben wir sie gekauft. Dann haben wir eher auch geklappt. Für 150.000 bekommen wir, glaube ich, keinen Häcksler. Ja. Also ist nicht gemietet. Ne, mit Schneidwerk auf jeden Fall nicht. Feldhäcksler, was haben wir denn drin? Okay, jetzt nicht die große Auswahl, ne? Und hier den Glas. Wie viel kostet denn der Teil in der Miete? Wenn wir so lassen, bei 19.000. Lang, GPS, braucht er nicht. Jaguar, der tut's glaube ich auch. Eine mittlere Ausführung. Ich würde sagen, die 59, die hat 500 PS, das passt auf jeden Fall. Kostet 22.000 in der Miete, okay, machen wir. Mieten wir uns. Da brauchen wir noch ein Schneidwerk, was sind denn? Da, Feldhäcksler. Oh, wie süß, den hätten wir braucht, Alter. Alter. Das wäre was für die Geißelberg gewesen, Alter. Nicht mal da hätte ich den verwendet. Diese Einreihe, Alter, bräuchten wir Jahre. Ob ist ein 900? Oder ist ob ist 700? Nee. Dann nehmen wir schon das hier. 6.000, das geht. Allein das Teil würde 121.000 kosten. Alter Schwede. Und wenn man sieht, der hier hat früher knapp 3.000 kostet, war für jeden käuflich, also im Kaufen. Und jetzt kostet halt einfach 121.000 sowas. Ja, man muss dazu sagen, es steckt zwar viel mehr Technik drin, aber trotzdem. Muss man sich mal denken. Das ist... Also... Landwirtschaft ist in der heutigen Zeit echt nicht mehr so einfach. Natürlich mit Biogasanlage ist dann ein wenig leichter, aber es ist trotzdem immer noch schwierig. So, wir werden ihn jetzt einmal mal kurz hier abstellen. Und als erstes, oh, da steht unser Häcksler. Schön, schön. Und als erstes werden wir ganz kurz den Xerion zu unserer neu erworbenen BGA-Anlage fahren. Ach, da war aber eine ganz schöne Dölle im Boden drin. Oh, hier ist ein Hund. Hallo. Hier kann sie ab und zu vielleicht nur zu kleinen Lecks führen, weil ich hier tatsächlich noch nicht war. Oder nur, glaube ich, einmal ganz kurz. Da war nie ein Mensch. Nee. Alter. Hier ist aber auch viel los. Hier laufen viele junge Leute mal rumeinander. So, ich glaube, hier müssen wir schon rein. Ja, da vorne sehen wir sie auch schon. Hier links fließt auch ein kleines Bächlein. Schön, schön. So. Und da sind wir da an unserer BGA. Hat sich gereimt, Alter. Und dann klemmen wir mal das Schild auf. Weil ich werde ihn tatsächlich. Wir haben auch eine kleine Halle, das ist schön. So, ich werde hier mal parken. So,
Ach ja. Oh, leck 1, 2, 3, 4. Silos. Boom. Ich hoffe mal, wir passen hier mit unserem Schild rein, ne? Weil allzu breit sind die Teile jetzt auch nicht, ne? Oh doch, das dürfte hoffentlich gehen. Ansonsten ist ein bisschen blöd. So, da ist der wunderschöne Klaas Jaguar 950. Aber schon ein dickes Teil. Wir haben es auch nur gemietet, damit wir aufpassen, damit wir hier nirgends anecken. Das würde nämlich ein bisschen teuer kommen. So, kommen wir rechts hoch. Sieht eigentlich von innen aus. Ja. Oh, ah, hier sind diese starken Bodenwellen auch wieder drin. Ja, akzeptabel. So, dann klappen wir die mal aus hier. Also, das ist ja wie bei Transformers, die halt. Junge, Junge, Junge. So. Tut mir leid, lieber Wiesenbesitzer hier, aber wir müssen hier ein bisschen reinfahren, sonst können wir hier nicht drehen. So. Feldarbeit, Kursgenerierung, Feld 85. Ja, Vorgewende machen wir auf jeden Fall mal. Ich würde da 3, würde ich sagen, ja. Aber es bei den 9 Meter, jo. Nehmen wir so. Also, nur noch das Ohr ausklappen. Und dann können wir das Teil anschmeißen. Ja, so, mal ganz kurz speichern. 6-F85 9 Meter. Jo, passt. Dann holen wir mal schon unseren Fan, da ist er. Und unsere wunderschöne Strautenmann-Zellierung. Allzu weit sind wir hier von unserem Feld nicht entfernt. Boah, ja, so wie abgemessen hier mit unserem, mit dem Baum. Da vorne wartet da unser Klaas Jaguar. Wir sind da, Kollege. Ah, diese Hufe. Oh Mann. Ja, wir müssen. Ja, okay, zum Glück gut, dass ich das lange Rohr genommen. Oh, da hätte mich fast gestriffen. Gut, dass ich das lange Rohr genommen habe, würde ich sagen. Oh, wie lange habe ich nicht mehr gehäckselt? War ich schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Habe ich wirklich schon ein bisschen vermisst. Die erste Bahn ist natürlich immer ein bisschen tricky, wenn hier links und rechts Bäume stehen. Die zweite ist dann eigentlich am angenehmsten. Ein bisschen Innenansicht hier. Drückt. Oh, sind wir gleich ein bisschen zu eng rangefahren. Ich habe gehabt, der hat uns ein bisschen rüber gedrückt. Oh, ich glaube, der wird ganz gut was runterkommen von dem Feld hier. Er ist jetzt auch nicht allzu klein. Und wir haben jetzt eine Längsbahn und sind fast zur Hälfte voll. Das wird noch Spaß machen. So, da fangen. Ja, das passt. Wechseln mit CP ist schon angenehm. Der Helfer hätte jetzt schon lange wieder irgendwie gemeckert, dass wir entweder ihm zu nah rangefahren sind oder
weil es irgendwo wieder festhängen würde. Ich habe auch herausgefunden, dass ich irgendwie mit CP und oder der CP einmal eine Doppelbelegung habe, halt einmal auf meiner Maus und einmal auf der Numpad-Taste 8, wo das, so bin ich ganz kurz ans Mikrofon gekommen, tut mir leid. Aber entweder auf Numpad oder 7.8 eine Doppelbelegung habe. Und das ist ein bisschen nervig, weil das ist die Differentialsperre und die brauche ich. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich das da rauslösche, weil Doppelbelegungen sind immer ein bisschen nervig. Finde ich auf jeden Fall. Ah ja, genau. Und zu dem Thema von gestern, ich wollte ja eigentlich die Abstimmung für das Kartoffelfeld einblenden oder oben die Infocard. Oh. Sorry, Kollege. Oh, scheiße, Alter. Da sind wir gerade mit unserem. Steh nicht drauf, aber ich sag einfach mal 1,8 Tonnen Gewicht, dem in sein Schneidwerk reingedonnert. Ja, nicht so angenehm. Ich werde da hinten runterfahren, weil ich glaube, da bin ich ein bisschen schneller. Und dann müssen wir nicht durch die Ortschaft durchfahren. Dürfen halt nur nicht bei uns im Acker reinfahren. Und in unser. Im Acker sind wir ja, aber nicht in unser. In unseren wunderschönen Mais. Ja, wollte ich nochmal dazu, wollte ich euch eine Infokarte einblenden und die ist leider nicht erschienen, und zwar weil, ich hab's gesehen, YouTube hat mir da gesagt, ja, tut mir leid, aber die Infokarte haben leider zu wenig Nutzer genutzt, deswegen wird sie gelöscht. Und haben sie es rausgenommen. Finde ich schade, weil ich würde sie halt, für solche Sachen ist sie halt gut gewesen. Weil es wird einfach viel schneller gehen, also wenn man da unten dann in die Kommentare reingucken muss. Bei mir, ich habe jetzt nicht allzu viele Abonnenten, da ist es noch dann schnell herausfindbar, ob die Leute das wollen oder nicht wollen. Aber wenn da mal Leute sind mit 100.000 Abonnenten plus und das sind dann mal 8.000 Kommentare, da ist es dann schon ein bisschen schwieriger, ne? Und hier geht es auf eine zweispurige Straße wieder mit Mittelstreifen, das heißt, wenn wir mal wieder auf unserer rechten Seite bleiben. Hier ist auch ein kleines Gasthaus. Häuschen. Hier links oben war früher immer der Komposter gestanden. Da ist jetzt irgendein. Boah, ich sollte kurz aufstoßen müssen. Irgendein, ich weiß nicht genau was es ist. Aber irgendwie sieht es aus wie entweder ein verwahrlostes altes Plätzchen oder ein neuer Bauplatz für ein Haus. Aber das ist halt auch ein ganz markantes Zeichen von der Stappenbach, dass die Straßen und Gässchen einfach ziemlich eng sind. Und da ist es dann mit ein bisschen längeren Gespann schon immer schwierig gewesen, da mal irgendwie rumzukommen. Mit Drehschirme ging es aber, wenn man dann mal ein Tandem dran hatte oder sowas. Das war dann schon mal immer ein bisschen eine kleine Herausforderung. Und da kommt die erste Ladung. Häckselgut. Fischmais, okay. Und wir haben hier Mais Plus oder wie das heißt drauf. So, hallo. Wie gib ihm's ein ein Abfahrer. Dann wollen wir gleich hier in das erste Bunkersilo rein, wo wir nicht reinkommen. So, jetzt hat aber. Ja, jetzt geht's. Schön gucken, wenn wir ein bisschen links bleiben. Zack. Hm? Wieso wollt ihr jetzt nicht weiterhin laden? Also das hat mich jetzt gehört. War ich zu nah an der Wand? Und das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Wir fahren jetzt einfach mal die Mitte ran. Also hier liegt ein großer Haufen. Aber wieso jetzt da nicht weiter entladen wollte? Vielleicht so kann er nicht durchgeführt werden. Ja, vielleicht ein bisschen weiter vorne.
Hallo, ich habe das Land doch gekauft. Hä? Will er mir jetzt sagen, dass diese Silos nicht funktionieren? Au. Schau mal ein bisschen weiter vor. Hey, ja gut, ich versuch's dann mal beim nächsten Silo. Also das ist schon ein bisschen blöd dann. Ich weiß, dass ich versuch's dann mal hier. Das sieht mir auch sympathisch aus, da hätten die auch von Anfang an gleich reinfahren können. Ja, hier funktioniert es auch. Nicht. Also liebes das Mod Company Team hier, die wo die Karte erstellt haben, was ist das hier? Wieso kann ich hier nichts entladen? Und beziehungsweise immer nur da vorne draußen, wo kein Silo ist. Sind jetzt hier keine richtigen Silo. Warte mal. Da gibt es ja für das Zeug gibt es eine extra Kategorie mit BGA. Welchen Teil haben wir? Wir haben das, oder? Ja, wir haben das hier. Das ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall Mais, glaube ich, und das ist, was das ist, glaube ich, irgendeine Gras, Gras, was auch immer Sorte. Wir haben hier Mais. Ja, ich weiß jetzt nicht. Aber das ist schon ein bisschen blöd dann. Ja gut. Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Das steht ja bei allen so dran. Das war jetzt so ekel. Also. Wir haben ja auch noch halt die Standardsachen. Aber das ist das Gleiche. Ich weiß nicht, wieso das dann nicht funktioniert. Muss ich jetzt wirklich sagen. Also wenn ihr mir da mal weiterhelfen könnt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, weil ich... Ups, bin ich hier runtergefallen. Ich verstehe das gerade nicht, wieso der hier nicht weiter entlädt. Es ist ja ein bisschen was drin. Und das ist eindeutig im Silo. Aber wieso er dann hier nichts mehr entladen will, das irritiert mich gerade ein bisschen. Also hier können wir Gerste abholen, wie es aussieht. Das ist der Fermenter. Also, ja, dann wird die Folge halt ein bisschen kürzer, oder was heißt kürzer, wir sind jetzt auch schon bei knapp 28 Minuten. Ja, ich hätte jetzt eigentlich hier schon abladen wollen, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann weiß ich natürlich auch nicht weiter. Ich werde jetzt mir schnell offline dann das nochmal angucken. Und ansonsten muss ich halt zum Notfall gucken, ob ich eins von den Standard-Silos bei oben bei unserer Fläche hier platziere. Oder die wegmache, wenn es möglich ist. Und der andere hin platziere, weil das geht ja so nicht. Weil, dass ich hier überall nur so ein kleines Häufchen reinmache, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Naja gut, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt oder ob es bei euch funktioniert, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare dann beilegen, reinschreiben, würde mich nämlich ziemlich freuen, weil ich weiß nicht, an was es liegt, wieso der hier nicht mehr entladen will, ne? Egal, wir reden nicht weiter drumherum. Wir sind für heute dann auch fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett, kostenloses Abo. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach, wenn ich hoffentlich irgendwie herausgefunden habe, wie ich das da hinten machen kann, dass alles aus dem Hänger da auf den Boden geht und ich das dann festfahren und zudecken kann. Also, bis morgen, Leute, haut rein und ciao, ciao. Ja, ich bin's nochmal ganz kurz. Ich melde mich jetzt mal ganz kurz zurück, weil mir ist nach der Aufnahme noch etwas eingefallen, an was es noch liegen könnte. Und zwar wäre das, dass ich habe ja Mais Plus mit drauf. Die Frage ist halt eben jetzt, normalerweise ist ja die Stappenbach Mais Plus ready, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich werde jetzt einfach mal ganz kurz reden, morgen vorher werde ich es dann einfach mal versuchen, dass ich Mais Plus
runternehme, also gut mal deaktiviere und dann mal gucken, ob es dann funktioniert. Weil ich habe jetzt nach der Aufnahme nochmal ganz kurz einmal auf unserem freien Platz da oben ein Standard-Silo platziert und wollte es versuchen. Es wurde wie bei den vorigen Silos ein Stückchen abgeladen und dann ging es wieder nicht. Ich vermute aber mal, dass daran liegen kann, weil dann wäre ich mit meinem Latein nämlich dann auch am Ende, weil ich wüsste nicht, an was es dann noch liegen könnte. Die Silos funktionieren, es ist ein Standard-Silo. Also die Standard-Silos haben schon immer funktioniert. Es kann einfach sein, dass es mit dem Mais Plus nicht funktioniert so ganz. Was mich nämlich daran schon lag, weil Frischmais dran stand. Oder Mais, nee, Frischmais. Oder irgendwie so. Und das hat mich nämlich schon ein bisschen irritiert. Ich werde jetzt einfach mal ganz kurz gucken, ob das dann was ausgemacht hat, ob das was verändern wird. Ich hoffe es mal. Weil die andere Idee hatte ich noch. Ich lade es einfach mal, bis wir das geklärt haben, in mein Silo rein, weil da dürfte alles reingehen. Es geht normalerweise Silage rein, aber in diesem Fall, diese Frischmais, geht er nicht rein. Ich denke einfach mal, dass an dem liegen wird. Da wird es halt eben so sein, dass wir halt Mais Plus wegmachen müssen, weil es irgendwie in die Silos nicht funktioniert, weiß nicht genau wieso. Ich werde da auch einfach mal gucken, an was es liegen könnte, werden wir mal mit der Small Company schreiben und mich da ein bisschen damit auseinandersetzen, an was es liegen könnte. Und dann gebe ich euch dann wieder Bescheid, wenn es funktionieren würde oder ich irgendwelche neue Informationen habe. Bis dahin wünsche ich euch dann noch allen einen wunderschönen restlichen Tag und ein schönes Wochenende ebenfalls. Und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.